Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Testvideo. Und zwar war ich letztens im Kaufland und habe diese Maske gefunden. Die Selfie-Projekte rein in der Peel-Off-Maske. Shine like a star. Porentiefe Reinigung gegen Unvollkommenheit und Selfie-Look. Und ich weiß nicht, ob die neu ist. Jedenfalls habe ich sie vorher nirgendwo gesehen und habe gedacht, wir probieren die jetzt gemeinsam aus, denn ich habe gerade Lust dazu. Wenn euch also auch Interesse habt daran und Interesse für dieses Video habt, dann bleibt dran. Es geht los. Fangen wir mal mit der Maske an. Erstens, sie sieht hübsch aus. Sie ist schwarz und glitzert. Das finde ich schon mal cool. Hier unten drunter steht noch Bioaktivkohle. Ich habe mit Bioaktivkohle noch gar keine Erfahrung, also totales Neuland. Black Quinoa. Black Quinoa. Keine Ahnung, was das ist. Hier hinten steht drauf, die reinigende Peel-Off-Maske Stern verbindet Glanz und eine effektive Wirkung in außergewöhnlicher Weise. Sie reinigt die Haut tiefengehend, befreit die Poren und verfeinert diese. Zusätzlich wird die Überproduktion von Talg verringert. Bioaktivkohle absorbiert Verunreinigungen sowie Toxine und hinterlässt die Haut sauber und natürlich matt. Die beruhigende Plekuinoa spendet der Haut Feuchtigkeit und beruhigt sie. Deine Haut gewinnt so ihren natürlichen frischen Glanz zurück. Gut, kommen wir zur Anwendung. Trage die Maske gleichmäßig auf die gereinigte Haut auf. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt. Nach etwa 20 bis 30 Minuten ist die Maske vollständig getrocknet und kann sanft abgezogen werden. Anschließend die Maske im Abfall entsorgen. Eventuell Überreste können mit einem Micellenwasser getränkten Wattepad entfernt werden. 100% vegan. Ist ja mal heutzutage ziemlich wichtig, dieses Vegan geworden. Da wollte ich euch übrigens mal fragen, wie wichtig ist euch diese Sache mit dem Vegan? Ich bin kein Veganer und kein Vegetarier, aber ich versuche trotzdem ein klein wenig darauf zu achten, besonders was Produkte betrifft, weil ich der Meinung bin, ich sage jetzt mal meine Meinung, auch wenn sie vielleicht verhasst ist. Und zwar, Tierversuche werden ja so gemacht, um verschiedene Stoffe zu testen, wie sie auf Körper oder auf den menschlichen Körper reagieren. Und gegen die Tests an sich hatte ich damals nur bedingt was auszusetzen. Ich sage, das war, manchmal ist es halt vonnöten, besonders was halt die Medizin betrifft oder sowas, damit sie sich weiterentwickeln kann. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich bin der Ansicht, warum muss man denn noch Tierversuche machen für Stoffe, die bereits getestet wurden? Versteht ihr, was ich meine? Ich sage, Sachen, die jetzt über die Jahrzehnte hinweg getestet worden sind, müssen doch nicht weiter an Tests gemacht werden in dem Sinne. Ich sage, das muss doch nicht sein. Ich sage, das haben wir, denke ich mal, nicht mehr nötig. Deswegen versuche ich schon ein wenig darauf zu achten. Bei verschiedenen Produkten klappt das ohne Probleme. Heutzutage sowieso, weil es sehr viele Produkte inzwischen gibt, die halt vegan sind und tierversuchsfrei. Wobei mir eher das tierversuchsfrei wichtiger ist, als dass es vegan ist. Das liegt aber einfach daran, dass ich halt kein Vegetarier bin. Und deswegen, mir ist das mit dem versuchsfrei echt wichtiger.
Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung da mal unten in die Kommentare stellen, wie ihr das seht. Seid ihr Vegetarier? Seid ihr Veganer? Achtet ihr bei Produkten darauf, dass sie vegan und tierversuchsfrei sind? Oder habt ihr bis jetzt noch gar nicht darauf geachtet oder so? Es würde mich mal interessieren, wie die Meinung so prinzipiell ist. Ich höre meistens ja nur hauptsächlich die Meinung von gewissen Influencern. Und das ist nicht immer die Meinung der Leute von allen, würde ich jetzt mal so sagen. So, ich habe jetzt das Zeug hier mal rausgemacht. Oh, riechen tut's gut. So, ich würde mal meine Haare noch ein bisschen mehr beiseite machen, weil bei solchen klebrigen Stoffen möchte ich keine Haare da drin haben. Sieht ein bisschen lustig aus. Ich habe noch ein Thema, was ich ansprechen möchte. Ich bin ein bisschen verschnupft, nehmt es mir nicht krumm. Ich benutze diesen Pinsel, weil ich habe jetzt, früher habe ich das nur mit dem Finger aufgetragen, aber ich habe festgestellt, mit dem Pinsel geht das weitaus besser. So, ich habe hier so ein Ding. Ich tue das immer hier drauf mal. Früher habe ich das auf der Hand gemacht. Jetzt mache ich das auf sowas. Es sieht schon mal sehr cool aus. Glitzert schön. Riechen tut es auch richtig gut. Ich würde allerdings sagen, es ist ganz schön viel Parfüm oder sowas drin. Würde ich sagen. Aber ich weiß es nicht. So. Genau. Nächstes Thema. Mein letztes Video, was ich gemacht habe, war ja ein Karnevals-Tutorial Kürbis etc. pp. Das hat mir erstens viel Spaß gemacht. Ich würde gerne solche Videos öfters mal machen. Also solche themenbezogenen Sachen. Ich habe da auch noch zwei andere Dinge in der Idee. Nur mit der Ausführung bin ich noch nicht ganz zufrieden und ich weiß auch nicht ganz. Eine Abonnentin hat zum Beispiel Probleme mit der Musik. Das ist ein ganz heikles Thema. Und offenbar ein größeres Thema, als ich gedacht hätte. Es geht mir darum, ich persönlich gehe ja immer von mir aus, wenn ich Videos gucke. Ich bin auch einer, der Konsument ist. Und nicht nur der Videos dreht. Und ich persönlich finde es sehr angenehm, wenn die Musik läuft. Also es muss natürlich auch ein bisschen angepasste Musik sein, finde ich. Und sie sollte nicht so laut sein. Und darauf habe ich ja jetzt geachtet. Ich hatte nicht ganz so viel Musik drin und habe auch die Musik ziemlich runtergepegelt, so gut wie ich das konnte mit meinem Bearbeitungsprogramm. Aber offenbar stört es trotzdem irgendwie. Nun weiß ich nicht ganz genau, wie ich das in Zukunft machen will, weil wenn ich solche Videos mache, entsteht so oder so ein Zeitraffer. Das lässt sich nicht vermeiden, weil die Videos wären sonst 50 bis 60 Minuten lang. Und sagen wir, machen wir uns mal nichts vor. Wer guckt sich 50, 60 Minuten lange Videos an? Deswegen auch der Zeitraffer, der einfach wichtig ist irgendwo, um die Videos einerseits ein bisschen kompakter zu gestalten, um sie zusammenzuschneiden. Nun wäre halt, bin ich ein bisschen im Struggle, was halt die Musik betrifft. Nur habe ich aber natürlich auch bloß eine Meinung. Was halt noch ein bisschen schwieriger ist, weil ich habe ja nun mehrere Leute, die auf meine Videos angucken. Und deswegen möchte ich ganz gerne mal meine Abonnenten, die viele Videos von mir sehen oder die dieses Video hier sehen oder das andere vorher gesehen haben. Wer es nicht gesehen hat, kann es gerne bitte noch angucken. Da freue ich mich, weil solche Videos haben mehr Arbeit, also machen mehr Arbeit. Von daher freut man sich dann auch, wenn die ein bisschen mehr Klicks haben als andere. Das ist irgendwo die Belohnung für Leute, die sich halt die Arbeit machen und sich hinsetzen. Das ist halt, wie oft wird es angeklickt, gibt es Daumen nach oben und sowas, darauf achtet man dann. Ich meine, ich verdiene damit nicht mein Geld, aber ich tue halt Zeit investieren und freue mich natürlich dann auch, wenn es dann gut ankommt. Und dann ist es auch schön, wenn man sieht, ah, da hat jemand kommentiert, hat gesagt, das ist schön, was du machst und
Konstruktive Kritik bin ich immer dafür zu haben, deswegen ist es momentan so ein Struggle, was die Musik betrifft. Aber das ist halt bloß eine Meinung, die ich bekommen habe. Es wäre also schön, wenn sich mal die anderen auch mal zu Wort melden würden, die meine Videos angucken, und mal sagen, was ihre Meinung dazu ist, damit ich das für die Zukunft machen kann. Also ich habe noch zwei solche Themenvideos, die ich gerne umsetzen möchte. Und dazu braucht man halt diesen Zeitraffer. Das lässt sich nicht vermeiden. Und ich will auch aber nichts rausschneiden, weil es ja irgendwo auch wichtig ist, wie was entsteht. Bin ich der Meinung, zumindest. Sagt mal eure Meinung dazu. Wie gesagt. Ja. Ansonsten, für die Leute, die meine Videos regelmäßig gucken, gibt es noch ein kleines Update, was meine Zahnsachen betrifft. Ich hatte ja erwähnt, dass ich Zahnarztangst habe und momentan ein großes Projekt am Laufen habe. Und ich habe nach dem Update erfolgreich alle Zähne verloren, die raus mussten. Ich bin gerade dabei, eine Wurzelbehandlung über mich ergehen zu lassen von zwei Zähnen. Eventuell kommt noch ein dritter Zahn dazu. Und ein weiterer Zahn muss raus. Allerdings wird der erst rauskommen, wenn ich meinen Zahnersatz bekomme. Und ja, ich bekomme Zahnersatz und ja, ich bin noch sehr jung, aber ich kann nichts dafür. Also nur bedingt dafür. Ein bisschen vielleicht schon. Aber es bringt auch nichts, sich Vorwürfe zu machen. Geschehen ist geschehen und lässt sich nicht vermeiden. Man muss jetzt halt, wenn man Probleme hat oder Blödsinn und Mist gebaut hat, muss man dazu stehen und es wieder gerade biegen. Das ist meine Meinung dazu. So, ich habe jetzt noch ein bisschen übrig. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen hier drüber machen. Ich weiß nicht, wie dick man sowas hier aufträgt. Ich habe da keine Erfahrung. Ich benutze meistens nur die normale, die billige Peel-Off-Maske. Ich weiß noch nicht mal, von welcher Firma die ist. Deswegen bin ich ein wenig. Keine Ahnung. Benutzt ihr eigentlich irgendwelche Masken? Benutzt ihr täglich Masken oder relativ selten? Also ich bin einer, der relativ selten sich das gönnt tatsächlich. Ich habe mir schon mal vorgenommen, das regelmäßiger zu machen, weil irgendwo bringt es ja nur was, wenn man es wirklich öfters macht, dass man da einen Unterschied merkt. Denke ich mal. Von daher, ich habe mir das mal vorgenommen. Ich habe öfters die Augenpads, die benutze ich häufiger. Aber das finde ich jetzt aber, es fühlt sich schon mal sehr cool an und sehr frisch. Ja, noch ein bisschen hier an die Nase. Sieht bestimmt lustig aus. Ich erschrecke damit immer meine Familie, wenn die nie mitgekriegt hat, was ich hier treibe. Und die gucken mich dann plötzlich an, kriegen die immer so einen Schrecken. Jo. Ich würde mal sagen, hier noch ein bisschen. Ich würde gerne in die Faltöhne rein. Da setzen sich nämlich gerne Mitesser rein. So, ansonsten würde ich sagen, passt. Ein bisschen ist noch da, aber nicht mehr so viel. Also, hat eigentlich für eine Anwendung so gut wie gereicht. So, da stand jetzt drauf, circa 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Also ich habe das bei der Peel-Off-Maske so gemacht und ich werde es jetzt mit der auch so machen. Ich lasse es so lange einwirken, bis es sozusagen der Großteil getrocknet ist. Finde ich immer sehr lustig. Mal sehen, wie sich die jetzt macht. Ich würde jetzt sagen, ich lasse die einwirken und wenn ich sie dann abmache, komme ich wieder und wir tun sie gemeinsam abmachen. Und ja. Dann sage ich, was ich davon halte. Zumindest finde ich sie jetzt sehr schön. Sie fühlt sich erfrischend und angenehm auf der Haut an und sie glitzert so schön. Ich weiß gar nicht, ob man das so schön sieht. Also es sieht schöner, ehrlich gesagt, im Spiegel aus, finde ich.
als jetzt hier auf der Kamera. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Für euch ist es ein Augenblick, für mich sind es circa 30 Minuten. Also, bis gleich. So, eine halbe Stunde in etwa ist um. Wenn ich hier drauf fasse, ist es eigentlich alles trocken. Es fühlt sich so an, als würde das hier ein wenig sich zusammenziehen. Ja, und die Mundwinkel, es ist schon ein bisschen. Oh, sieht das cool aus. Gut, dann wollen wir es mal abziehen. Das Abziehen macht am meisten Spaß bei den Peel-Off-Masken. Finde ich. Aha. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die hier zieht ein wenig mehr. Ja, genau das meinte ich. Das wollte ich vermeiden. Ah. 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 Au. Autsch. Ja. Naja, sind jetzt hier noch ein paar Stellen. Aber es sind ganz wenig Stellen. Im Großen und Ganzen ist es gleichmäßig abgegangen. Ja. Ich tue dann immer noch ein bisschen mit Wasser drüber gehen. Mit einem Waschlappen mache ich das. Und treibe mir das restlich runter. Also. Es fühlt sich jetzt nicht extrem an. Also wenn ich die andere Peel-off-Maske, die ich sonst immer mache, nehme, dann fühlt sich die Haut so glatt und spürbar gepflegt an. Das spüre ich jetzt bei der überhaupt nicht, muss ich sagen. Ob sie jetzt irgendwas gebracht hat, keine Ahnung. Also wie ihr seht, ich habe sowieso zurzeit Hautunreinheiten hier so auf der Stelle. Hier so ein bisschen. Also, ob sie jetzt wirklich gepflegt hat, keine Ahnung. Ansonsten fühlt sie sich auf jeden Fall auf der Haut während der Einwirkzeit sehr gut an. Sie riecht gut. Sie glitzert. Ja. Ob sie jetzt natürlich einen ordentlichen Effekt hat, kann ich so nicht beurteilen. Also, ich sehe aus wie vorher. Also. Ein bisschen abmattiert hat, würde ich sagen. Ich habe vorher ein bisschen mehr geglänzt. Aber ansonsten kann ich jetzt keinen großen Unterschied erkennen. Habt ihr vielleicht schon mal eine Erfahrung mit dieser Peel-Off-Maske gemacht? Habt ihr sie schon im Laden gesehen oder sonstiges? Dann schreibt mir doch mal eure Meinung und euer Fazit in die Kommentare unten rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht eine andere Erfahrung gemacht habt als ich. Ich habe es zwar genossen, sie zu tragen, aber ich sehe jetzt keinen Unterschied. Ja, also ob sie jetzt wirklich ihr Geld wert ist. Also, es war mal ein cooler Gag auf jeden Fall. Und riechen tut sie sehr gut, aber eine Wirkung zeigt sie nicht wirklich, finde ich. Das ist meine Meinung. Okay, ich habe euch ja heute eine Menge gefragt in dem Video. Es wäre also schön, wenn ein paar Leute sich da mal ihre Meinung preisgeben würden, so dass ich mir eine Meinung bilden kann. Zum Beispiel das Problem mit der Musik und etc. pp. Ja, genau. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen, außer wenn euch das Video ein klein wenig gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch noch eine Sache habt, die ich mal testen sollte und mal ausprobieren sollte. Ich sage, ansonsten könnt ihr mich auch abonnieren. Abonnieren. Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr noch die 200 Abonnenten. Da wäre ich ja total happy. Momentan sind es 180. Für alle, die neu dabei sind, hi. Und ja, vielleicht schaffen wir ja die 200 noch bis Weihnachten. Wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk. Ja.
Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.